So, hallo und herzlich willkommen zu Film motiviert. Die heutige Tagestour startet in Weidenthal. Das lassen wir jetzt gerade hinter uns, sind gerade auf dem Weg auf den Drachenfels, wo ich persönlich auch noch nie zuvor war. Und hinterher steigen wir ab nach Neidenfels. Ja, die ganze Tour mache ich nicht allein, die mache ich mit meiner Partnerin. Und heute soll es ein paar Impressionen geben, weniger so ein Labervideo, wie ich sonst gerne mache, sondern mehr der Fokus auf die Natur. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hört euch nur diese Stille an. Schaut euch diesen Himmel an. Wahnsinn! Das ist jetzt schon seit Wochen so. Mensch, wir haben so lange jetzt schon diesen blauen Himmel. Und also das erfüllt mich mit so viel Dankbarkeit. Ich
Letzter Anstieg, dann gibt's Essen. Oben auf dem Drachenfels eine schöne Mittagspause. Da freuen wir uns jetzt beide drauf. Geschafft. Drachenfels, das ist jetzt hier die ganze Gegend. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so im Hintergrund sieht. Und jetzt gerade suchen wir uns so einen kleinen individuellen Rastplatz. Dafür kraxeln wir jetzt auf einen der Felsen hoch. Sind jetzt gerade oben. Ah ja, guck mal, da hinten sind jetzt auch andere Menschen noch. Ganz allein sind wir hier nicht. Und hier ist aber ein mega Ausblick. Und ja, hier suchen wir jetzt uns irgendwo. Coolen Rastort. Ah, endlich angekommen. Jetzt haben wir Hunger. Also wir sind jetzt auf den Drachenfels hochgewandert, haben da eine kurze Pause gemacht. Hast du in der letzten Sequenz gesehen, als ich gesprochen habe. Dann sind wir als nächstes zu so einem Aussichtspunkt gekommen, wo man wunderbar den ganzen Pfälzerwald überblicken konnte. Wunderschön, absolut ratsam. Allgemein diese Wege hier, die man laufen kann, sind sehr, sehr klein, kleine Pfade. Ja, und dann hat man eben hier, hat man zum Beispiel so steinerne Bänke und Tische, dort hinten auch. Hier ist alles eben mit Moos bedeckt und der Vorteil ist einfach, dass du hier an so einem hohen Punkt angekommen bist, wenn du hier oben bist, dass du echt sehr viel überblicken kannst. Und jetzt gehen wir noch auf eine andere Aussichtsplattform und dort wird man bestimmt auch noch einiges sehen können. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das so rüberkommt, aber das ist sau hoch hier. Diese Menschen sind nicht umsonst ganz mikroklein. Man sieht sie gar nicht hier. Jetzt da unten, da laufen ganz kleine Menschen. Und hier geht's einfach mal, hier ist die Klippe und hier geht's einfach mal runter. So steil sind diese Felsen hier. Das ist unglaublich. Ganz schön beängstigend, aber dafür hat man diesen Ausblick. Ich hoffe, das kam jetzt in diesem Film wirklich rüber, wie eindrucksvoll dieser Drachenfels ist. Sowohl vom Ausblick als auch von der Natur, die man hier oben findet. Als auch von den Felsen und den kleinen Bänken und Tischen hier. Es ist wirklich sehenswert, aber, und jetzt kommt das große Manko, es ist komplett überlaufen hier. Das ist ein richtiger Freizeitpark hier oben. Also sucht euch eine gute Zeit aus. Vielleicht sogar unter der Woche, wenn ihr Zeit habt. Und geht dann hin, weil
Es ist wirklich eine Flut an Menschen. Ich kam kaum zum Filmen und konnte euch auch nicht alles zeigen. Also von daher, bleibt neugierig, schau dir das mal an. Tja, und jetzt sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bitte schreib mir gerne, was du jetzt von diesem kleinen Video gehalten hast. Wie gesagt, ich wollte nicht allzu viel erzählen. Ich freue mich, wenn du wieder beim nächsten Mal dabei bist. Und ansonsten, geh wieder wandern, nimm es dir fest vor, nutze die Zeit, geh in die Natur, lass dich speisen von dieser Fülle, die Natur zu bieten hat. Und bis zum nächsten Motivationstag. Wolkenfänger, das müsstest du eigentlich hier erkennen. Ich jedenfalls habe deine Videos sehr aufmerksam verfolgt.